leisten. Ein Poetry Slam für Respekt und gegen Hass und Mobbing. Für die Scouts der Aufklärungsplattformen Werteleben Online und Youport Ehrensache. Ich glaube, da gibt es keine bessere Möglichkeit, um dann auf sich aufmerksam zu machen, dass man, wenn man seine Stimme erheben will, wo es bei uns sehr darum geht, gegen Hass im Netz vor allem. Ja, und dann haben wir den Tag genutzt und eine Aktion gestartet wie den Poetry Slam hier. Worte sind stärker als Waffen. Hass und Intoleranz sind nicht nur im Netz ein Problem unserer Zeit. Deshalb ist Zivilcourage wichtig. Wir viele beobachten, dass der Hass eben zunimmt und immer krasser wird und dass ohne richtige Reaktion der Zivilgesellschaft und der Menschen, die friedlicher Gesinnung sind, sage ich mal ganz pauschal, ohne diese richtige Reaktion wird der Hass nicht zurückgedrängt. Mit dem Poetry Slam zeigen die jungen Scouts Mut und ihre eigenen Worte zeigen Wirkung in der Öffentlichkeit. Ja, ich denke, erstmal waren sie natürlich super aufgeregt. Also sie freuen sich immer, wenn wir Offline-Aktionen machen. Unser Schwerpunkt ist ja Online-Beratung. Aber ja, so eine Aktion ist natürlich toll, weil man gleich die Reaktionen von den Menschen und Passantinnen mitbekommt. Die Projekte Werteleben Online und Youport beraten Jugendliche niederschwellig im Internet. Das Miteinander zählt hier. Gegenseitige Hilfestellung, die Mut kostet, aber auch viel zurückgibt. Also es ist eigentlich ein tolles Gefühl, wenn man hier steht und sagen kann, ey, ich setze mich dagegen ein. Weil ich meine, viele können ja irgendwie sagen, so ja, ich schreibe keine bösen Kommentare, ich bin hier auch der Engel. Aber ich glaube, das ist auch so eine falsche Ansicht, wenn man nur der Bystander ist oder einfach nur der stille Zuschauer, der alles beobachtet. Dann setzt man sich ja auch nicht wirklich ein. Man könnte ja trotzdem irgendwo mal schauen, ob man einen bösen Kommentar findet, könnte den melden, könnte vielleicht sogar Leute aufmerksam machen, wenn man weiß, dass in der Klasse oder in der Parallelklasse einer gemobbt wird. So, und wenn man sich aktiv dagegen einsetzt, dann kann man von sich selber sagen, ey, ich tue hier was dagegen. Ein Appell, der wach macht und zeigt, gegen Mobbing und Hass im Netz hilft eben nur, stell dich dagegen.